Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitte. Wir sind hier im Haus Winstadt und das Fischbecken hat man natürlich trotzdem angelegt, haben wir natürlich noch nicht gefunden. Und dabei ist es gar nicht so leicht zu übersehen, denn hier sieht man nämlich, naja, ist schon zu übersehen, weil die Bäume davor sind. Aber hier ist nämlich der Steg, der Fischsteg und da. Ne? Also, uns hat nämlich nichts gefehlt. So, jetzt können wir hier mal die Fische reinpacken, wir haben auch nicht viele, nur diese drei. Und die vermehren sich dann. Frag mich, warum sich drei, wenn man einen reinpackt, die sich dann vermehren. Aber es ist ja ein Märchen, okay. Vielleicht sind es auch immer Pärchen. Oder aber sie sind irgendwie Zwitterwesen. Also erstmal werden wir sie ja wohl kaum sehen in dem großen Ding hier. Das heißt, wir irgendwann werden sie dann immer drei sein und so. Und dann kann man immer so einen rausfangen. Ah, kann auch sein, dass da noch mehr sind. Man kann immer nur eins von jeder Art reinpacken. Also, der kann jetzt zwar in dem kalten Wasser schwimmen, so viel er will, aber ich glaube, die verkriechen sich erstmal. Als erstes bauen sie mal ein Nest. Ha, ha. Ja. Jetzt gehen wir hoch ins Haus und werden die Pflanzen da in die Gefäße reinsetzen. Eigentlich liegt Winstadt auch schön, aber es ist halt sehr, sehr kalt hier. Und ich habe eigentlich noch nie gesehen, dass es ohne Schnee wäre. Hier ist immer Schnee. Hier ist immer Schnee, genau. Und die ersten haben wir ja schon angepflanzt, die hatten wir dabei. Dann haben wir uns noch welche geholt. Oh, die sind ja schnell gewachsen. Ja, kann man ja gleich sammeln, dann werden die alle auf einmal dann wieder zur Ernte reif sein. Und hier haben wir Tollkirsche hingesetzt. Da freut sich dann Ingo irgendwann. Okay. Oh. Das war Traum, sind so kleine, würde ich lieber, nee, die würde ich lieber, weil sie nee, flach sind. So klar. Lavendel würde ich hier hinsetzen. Ja. Also hier etwas höhere Pflanzen, weil es ist besser, wenn die in einer Höhe ungefähr sind, weil es schon so, aber Riesenflechten sind ziemlich groß. Ja. Dann können wir hier Jasper reinpacken und so. Wir haben wahrscheinlich zu viele mitgenommen, aber wir wussten auch nicht, wie viel wir hier eigentlich reinsetzen können. Aber in jeden Kasten passen vier rein. Dann würde ich hier vielleicht rauen Wulstling erstmal hinsetzen, weil wir sagten, den brauchen wir unbedingt. Was haben wir denn noch, was groß ist? Ja, nochmal eine Riesenflechte. Dann können wir hier da noch eine Tollkirsche hinsetzen. Das war es eigentlich auch schon mit den großen Gefäßen. Es sind gar nicht so viele. Da hinten ist noch eins, ja. Und hier können wir dann noch mal ein paar Pilze hinsetzen. Mora Tapinella und Namiras Fäulnis hatten wir relativ viel. Ja. So. Hier wachsen auch Koboldschäme, also siehst du. Kommen wir sowieso. Ja. So, was setzen wir denn hier noch rein? Auch eine große noch. Wacholder meintest du. Oder Tundra-Baumwolle. Müssen wir immer eine Tundra rein, oder wie du meinst. Kannst du ja überlegen. Ja, also wir kriegen ja noch ein Gewächshaus, aber es dauert noch eine Weile, bis wir das kriegen. Brauchen wir immer für Glockenverstärkung und Magieresistenz. Schön. Packen wir die dahin. Gut, das haben wir jetzt erstmal gemacht. Wenn wir dann irgendwann Bienen hier reinkommen und hängen muss. Schmetterlinge ist schon da. Und die ersten Bienen sind auch schon. Genau, da. Die haben sich dann da rein, da haben sie sich so ein Ding gebaut hier. Ein Bienennest da oben, so eine
Bienenstockhülle oder was immer das ist. Da oben sieht man das, ne? Genau, die schwirren dann da rum. Und die vermehren sich ungemein. Irgendwann verirren sie sich auch ins Haus. Aber ich finde das mal ganz nett. Ja. Ja, und das andere, das machen wir dann irgendwann später. Aber erstmal ist uns das wichtig, dass wir hier unsere Pflanzen drin haben. Genau. So, das haben wir gemacht. Jetzt können wir darauf hoffen, dass alle blühen und gedeihen. Irgendwann wird man die Fische dann noch ein bisschen verstärken. Mit noch ein paar Dingern, die wir noch nicht drin haben. Und ja, jetzt wollten wir dann eben eigentlich nach Jovaskro. Oder? Ja. Auch nach Jovaskro. Kr. Ist ja ein Kr. Da können wir das nicht. Und lassen uns mal einen Auftrag geben oder so. Als vollwertiger Gefährte inzwischen. Sind aber trotzdem noch die Kleinen. Die Anfänger. Wer? Na wer? Große Helden. Ha. Wow, rein ins Wasser. Das war ganz schön seicht. Oh, kannst du toll springen. Ehe ihr emporstiegt. Wow. Aus den 8, die 9 wurden seid ihr unter uns gewandelt. Aus den 8 wurden die 9, jo. Jetzt sind es wieder die 8 oder wie? Was er sehr beklagt. Ich glaube, ihr schläft jetzt alles, oder? Nee, da sitzen ja ein paar. Hey, was macht ihr denn? Hallo, willkommen. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ja, ich suche nach Arbeit. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Und ich kann sie mir merken. Gut. Wir haben ein verzweifeltes Sendschreiben erhalten. Aha. Ein Bürger aus Weißlauf wurde entführt. Ach nein, bitte nicht. Die Gefährten haben unsere Hilfe erbeten. Und wir werden sie nicht enttäuschen. All diese Jungen. Besonders wenn die Bezahlung dermaßen gut ist. Trödelt nicht. Oh. Kaum auszudenken, was passieren könnte, wenn ihr zu spät kommt. Ja, ist schon gut, wir hauen gleich ab. Du hast ja recht. Das müssen wir immer sofort machen, weil die Geißeln sonst umgebracht werden. Bruchstein. Bruchbeinpass oder das halt. Ja. Was führt euch passieren, dass sie dann. Seid ihr auf da nicht rechtzeitig ja. Hinkommen. Ist genau. Versaut. Absolut. Und es ist gut, wenn man dann vorher schon mal gespeichert hat. Ja, wo müssen wir denn hin? Halt gucken. Ist irgendwas anderes aktiv? Ja. Mach mal weg. Befreie, ja, Hochbeinpass. Da waren wir ja noch nicht. Den kennen wir noch nicht. Okay, wo gehen wir dann hin? Das ist eine Festung. Südlicher Bruchbeinpass. Ja, den kennen wir, da können wir vielleicht durch, oder? Können wir vielleicht da oben wieder raus, ne? Ja, gibt's wahrscheinlich eine Verbindung. Machen wir das. Gehen einfach mal rein. Immer blöd. Ich mag die Geiselaufträge nicht. Könnt ihr sich was anderes einfallen lassen? Ja, es ist hier. Genau, da ist, sagte ich mir, genau ja. Wir haben auch gesagt, dass wir da vorstanden. Das ist irgendwo eine Verbindung zum anderen. Ja. Ja, das sollten wir dann wohl mal. Oh, es ist eine Falle. Oh nein, aber auch gemein. Das war Eis. Hat noch die Idee.
Noch keine. Nee. Was ist das? Das ist der letzte. Aha. Noch ein Skelett. Das Schwert ist größer und dicker als das Skelett. Ich habe den auch aufgeschrieben übrigens. Als dass wir den schon gefunden haben, aber noch nicht reingegangen sind. Kann man den nämlich abhaken. Weil ich habe alle aufgeschrieben, die wir angeguckt, also die wir gefunden haben, aber noch nicht gemacht haben. Und mancher steht da nämlich, dass man schon erledigt hat, hat man aber gar nicht. Also keine Ahnung, warum das da steht dann. Ja, da kann man es nicht mehr verlassen. Sieht hier eigentlich ganz hübsch aus. Wenn man mal von den Skeletten absieht, die da haben, die hier überall rumliegen. Keine Ahnung. Jedenfalls nichts Brauchbares. Aua. Hat die irgendwo eine Falle. Ja, ja. Da. Ta 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 ta. Unaufmerksam. Hat mich ja nicht. Nachlässig. Ja. Aber wir sollten uns vielleicht ein bisschen. Na gut, du hast recht. Rechts und links des Wegs irgendwas zu pflücken muss ja nun wirklich möglich sein. So viel Zeit muss. Und wenn er inzwischen gefoltert wurde, ist es nicht so schlimm, wenn man ihn auch tragen kann. Auf dem Rücken, wie Farka sagt, obwohl es wäre ja fast umgekehrter Fall gewesen. Dass wir ihn auf den Rücken hätten tragen müssen. Gut, da ist er schon. Müssen wir auch mal aufpassen, wer die Feinde sind. Es hat nämlich keinen Sinn, den rauszuholen, wenn wir auch Feinde finden. Ja. Oh, das ist ein Totengeschwür, oder? Das war schon alles? Wirklich? Oh, oh, mucks den ab, bevor er und dann unseren Geisel abmucksen kann. Mister heilt sich. Schweinehund, man darf sich nicht heilen, wenn wir dir was tun wollen. Tja, es ist einer von der Sorte, die man besser abmurksen sollte. Mit. Ich hoffe, du hast die Geisel damit nicht. Nein, hast du nicht. Die war ja nicht in deinem Ding. Ist halt das tot, der andere? Noch ist der Pfeil da. Oh oh. Nee, ist aber nur ein Nord, der hat keinen Namen. Der ist weg. Ist da noch einer? Nee, kein Skelett. Sprich mit Jerva. Ja. Das andere war ein Nord, den sie nämlich auch, den er aufgedingst hat. Alles. Nimm die Säge mit. Die wollten wir immer schon mal haben, weil ich wollte immer du wolltest eigentlich das Holz nicht hacken, du wolltest es besser sägen. Genau. Tunika kannst du auch noch mitnehmen, ich meine. Blutverschmutzte Tunika wäre ja genau das Richtige. Die Säge, das ging wieder mal schnapp bei dir, hä? Ja. Also geguckt und schon zugegriffen. Man weiß ja nie. Naja, sie ist ja nicht schwer. Die Säge im Haus und so weiter. Ne? Nein. Wir müssen trotzdem aber gucken, ob hier noch irgendjemand ist. Mal gucken, ob hier noch jemand rum. Ja. Das kann man nicht riskieren. Ah ja. Ein sauberer Skelett. Kann man alles brauchen. Aber da sind noch Bücher. Ja. Ich spring mal hoch. Ja. Ich krieg das Zeug nicht. Das ist schlecht.
Ja, ist gut, wir kommen ja gleich. Das war es, das wollten wir, genau. Ah. Beschwörung verbessert. Gut. Auch nicht schlecht. Der Tonbeschwörer hat die, so wie es aussieht, eingefangen, um die hinterher für seine Experimente zu benutzen. So. Schweinehund. Ist da. Naja, haben wir ja gemerkt. Er konnte sich auf jeden Fall gut wieder heilen. Stab des Kettengiftes. Ja. Ich denke, dann gehen wir den gleichen Weg wieder zurück, den wir schon gekommen sind. Weil da war es ja frei, oder? Nee. Krankenmischerbeutel. Ach, haben wir ja schon, Flusspeitsche. Nee, Flusspeitsche, Hisskarpfen und Zoodischer. Wie ging's? Spatenschwanz oder wie auch immer. Das sind die drei. Wir haben auch mal Schlachterfische reingesetzt, aber dann hat man ein komisches Gefühl, als ob sie die alle, als ob sie die alle schlachten würden. Müsste deine Waffe mal wegpacken, oder wenn du mit ihm sprichst. Weil du schleichst noch aus. Den Göttern sei Dank. Nichts wie weg hier. Na ja, gut. Dann komm mal mit. Kommst du hinterher? Ja, er kommt. Aber ich werde sie noch nicht abhaken. Wir sollten ja noch mal rein. Weil wir haben die andere Seite noch nicht gesehen. Gute Frage. Nö. Da oben geht's raus. Na, komm mal mit, aber er war nur mal zeitweilig ein bisschen unzurechnen. Aber das war nur genau, komm her. Aus Weißlauf bist du, ja, das ist ja gut. Da wollten wir sowieso wieder hin. Na, dann hauen wir ab, bevor hier ein Drache kommt und unsere Geiseln doch noch verstirbt. Also ich hasse das Geiseln. Und dann gibt es manchmal auch noch kleine Bugs, dass sie dir nicht folgen und alles Mögliche. Da geht's leicht ins Auge. Ja, gut. Verabschiede dich von ihm. Wo ist er? Tschüss, Freund. Ich bin euch wirklich dankbar. Bitte grüßt die übrigen Gefährten von mir. Machen wir doch gerne. Ja. Gut, Philikas. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares bekomme. Wo bist du? Gut. Wir wollen dich nichts verkaufen, oder? Nö. Also dann brauchen wir auch. Wenn du so wegläufst, bin ich selber schuld. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Müssen wir ihn auch seid ihr nicht verheiratet? Hinterher. Seht ihr auch aus. Behandelt eure Frau immer mit dem nötigen Respekt. Der lange Wind. Ist aber ein scheußliches Wetter. Ich atme nun in königlicher Tracht und gestalte dieses Land. Ja, Wilkas, da sind wir wieder. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich habe schon davon gehört. Ihr habt den Gefährten und euch selbst Ehre gemacht. Okay. Ich habe nachgedacht. Wir sollten etwas... Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Sprecht so schnell wie möglich mit ihm. Das machen wir. Nicht gefällt. Die silberne wir Hand, sollten genau. Einfach darauf achten, dass es nicht zu offensichtlich ist. Ach, ja, ist er hier. Ja, du warst vorhin schon da. Mein Schild hat einen schlechten Griff. Könntet ihr euch das bitte mal ansehen? Ich bin Kriegerin und keine Schmiedin.
Wenn ihr ja. Hergestellt, ja. Für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Aha. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Na schön. Ah ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Genau. Unter der Himmelschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Na schön. Dann gehe ich mal. Alles klar, Freund. Ja. Ist das nicht erlaubt? Ihn und auch. Es ist nicht wirklich verboten, aber trotzdem stimmt es nicht. Ja, wir sind so weit ist um. Wir sehen ihn und euch dann in der nächsten Folge. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.